Was hast du zu mir gesagt? Also ich habe nicht gesagt Hosenscheißer. Das wäre jetzt auch wirklich Hosenscheißer-mäßig. Aber ehrlich, du, das sage ich dir. Ja, guten Morgen, moin! Wir wieder auf Tour. Mike hat mich gerade abgeholt. Ja, moin. Und jetzt geht's nach Ronnenberg. So, danke, wir haben es schon kurz nach 12. Ich hab es gerade geweckt. Ja, genau, du hast mich gerade geweckt. Es habe ich geweckt. Es, ja, hallo? So wie du aussiehst. Ach komm, hör mal auf, so schlimm war es gar nicht. So, aber ich denke mal, die werden warten. Ja, kurz nach 12 ist es. Ja, klar. Ja, heute, ich weiß gar nicht, wo geht es denn hin, Mike? Keine Ahnung. Also, wir lassen uns mal überraschen. Die einen haben irgendwie Köterberg gesagt, die anderen haben irgendwie Porta Westfalica, das ist ein Denkmal. Aber zum Denkmal kannst du gar nicht hin, da musst du laufen, ne? Ja, dann will ich da nicht hinfahren. Du musst unten auf so einem Parkplatz parken und dann musst du da hochlaufen. Na, auf jeden Fall fahren wir jetzt mal nach Ronnenberg und gucken, wer alles kommt. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben es ja kurzfristig nochmal bei Facebook reingeknallt. Ja. Allerdings nur in meine Gruppe, ja, nachdem ich dann irgendwann wach war. Was hast du nachts gehabt? Da war das Ohr abgeknickt auf dem Kissen. Dann bin ich wach geworden, da hat das Ohr so wehgetan. Das hättest du abschneiden können. Oh. Oh. Ja, ist von Ronnenberg los hier heute waren. Wie viele sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich. Mit 6 Spidern Richtung Porta Westfalica zum Kaiser Wilhelm Denkmal. Ja, oh, schon lange her, war ich auch schon mal. Da lassen wir uns mal überraschen. Der Ronny heute dabei mit der Maschine seiner Mama. Jo. Da kommt der Schwind. Ja. Kannst du den mit aufs Ohr nehmen? Ja, jetzt während der Fahrt ein bisschen schwierig, ne? Und wir müssen halt gucken, weil er auch das Mesh hat. Das Mesh-System hat mit Schwanenhals, wie das dann sich anhört. Müssen wir mal ausprobieren. Ja. Wenn wir nachher vielleicht oben stehen oder so, können wir das mal ausprobieren. Ja, wen haben wir heute alles dabei? Wir haben vorneweg fährt Lars. Ja. Der macht heute den Tourenguide. Er hat die Route eingegeben über Nebenstrecken. Danach fährst du, ja, vorneweg ja, als Zweiter, genau. Mike, ja, Mike dabei. Ja, wer ist hinter dir jetzt? Thorsten, ne? Ja, Thorsten Schwind. Thorsten, genau. Danach kommt Ronny, ne? Ja, Ronny ist da. Dann hier vor mir, dann, weil das Auto noch dazwischen ist, fährt der Uwe. Ja, und nach Uwe kommt hier Holger und Kerstin. Die fahren zu zweit auf ihrer Can-Am F3S. Sind wir ja doch 7, ne? 7 Fahrzeuge, ne? Ja. 8 Leute. Geil! Wow, du bist ein Vogel, ja. Schon wieder alles nass unter mir. Alles nass unter dir? Ja. Oh, komm, kriegst einen Lappen von mir. Habe ich hier alle drin. Lappen? Lappen. Hat Thorsten sich jetzt doch einen Spoiler geholt für seine Scheibe, ja? Ja. Ja, cool. Hier bin ich noch nie durchgefahren. Nö, so Bad Münder. Ich habe mal Fabian hier von der Party abgeholt, aber war alles dunkel. Kann ich mich auch nicht. Also. Waren die Augen schon zu, ja? Oh, hast du diese Pizza? Hast du das gerochen gerade? Oh.
Oh. Essen, Mike, essen. Oh. Mike, happy, happy, happy. Wow, 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 wow. Wie? Wow, 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 wow. Ach so. Gut, dass du sagst. Ja. Oh, Polizia, Polizia. Bald geht's los hier, ne? Werden die Bäume wieder grün? Immer das beste Grün des Jahres, ne? Die Sprossen sprießen. Die wer? Die Sprossen sprießen. Okay. Die Blüten sprossen. Ach so. Und die Knospen. Deine? Auch. Oh wei, oh wei. Oh, Bilder im Kopf. Hier, so sehen deine Knospen aus. Du zeigst nach oben und sie winkt und du reagierst. So, ich sage gerade, dieser krüppelige Baumstumpf, so sehen deine Knospen aus, habe ich. Ja, alte Knospen. Ja, also. Ja, guck mal, dein Mast hier. Ja. Mülli springt von Ast zu Ast, bis der Ast ins Hosentasche passt. Ich astete von Hüpf zu Hüpf. Ja, genau. Oh, weil. Hier, guck mal, der Brennholz da liegen. Kannst du abholen, aber erst heute Abend, dass es dunkel ist, hat er gesagt. Ich rannte die Treppe runter und bumste gegen die Tür. Ja, oder so ähnlich. Ja. Oh, was haben wir hier? Ah, Pizza? Nein. Pizza, Pizza. Ist doch zu früh. Alter, das ist das für ein Bleianschluss, Alter. Da haben sie aber einen Meter verkauft, du. Ich achte gar nicht auf die Dächer, die Zeiten sind vorbei. Ja. Außer in Gegenden, wo ich dann sage, oh, da oben war ich schon mal, da oben war ich schon mal. Oder, oh, das könnte man kaufen, das könnte man kaufen. Ach, was noch kostet die Welt, ich spiele keine Rolex. Genau, jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße hier. Ach. Wenn wir gerade ausgefahren werden. Aber er hat ja extra so ein bisschen mit, die lange Strecke. Mit Nebenstrecken gemacht. So. Ja. Genau. Alter, hier kommt ihr aber schon mit Geschwindigkeit an, Rolli, ne? Das ist aber mutig doch. Ja, aber schön das Wohnmobil ausgebremst. Und die Frau hängt jetzt an der Scheibe. Ja, war teurer, ne? Ja. Ja. Hannover war 2,33,9. Ah. Das ist auch schön, dass mal ein anderer jetzt so führt, ne? Weil das sind auch so Wege, die ich noch nicht gefahren bin, ne? Hier so. Ja. Ich meine, wir sind ja bestimmt schon mal irgendwie durchgebügelt, ne? So, schon auch vielleicht zu Quatschzeiten oder so, ne? Nee, glaube ich nicht. Na, hier ist doch damals auch immer der, wie hieß er noch, der Verrückte aus Hannover, der Glaser. Bernd. Ja. Der ist auch mal hier so durchgeknetert Richtung Rinteln, ist der ja lieber gefahren. Guck mal, da hinten siehst du schon diese Aussichtsplattform, Rinteln. Oh. Da an der Autobahn steht die doch, diese große, hohe Plattform. Sieht man da schon, da hinten siehst du schon. Diese Aussichtsplattform. Ach, da oben? Ja. Steht da nicht Ikea drin? Nee, da steht nicht Ikea dran. Oh, keine Schleichwerbung hier. Achso, Entschuldigung. Alles gut. Nee, hat keine Kamera hinten dran. Das sind die Bügel von den Gepäckträgern hier, von der Taschenhalter, Koffern, genau. Ich dachte hier, dieses eine auf der linken Seite wäre Kamera. Ja. Der Ronny! Mit der Spider seiner Mama. Also ich hätte lieber seine Mama dabei gehabt. Ronny hat ja Motorrad, der hätte mit dem Motorrad fahren können. Aber nö. Da fährt der Ronny mit, ohne Mama. Klatsch, das war eine Fliege. Habe ich gehört. Ja? Ja. Ach ja. Oh, ist doch schön, ne? Ja, ich finde es so geil. Schnee kannst du am Steintor kaufen. Ja klar. Gibt's in so kleinen Tüten. Ach so, ja, brauchst aber eine Menge Tüten, um auf eine Skipiste zu kommen. Ja, bist der Großabnehmer da. Was staubt denn hier rechts so? Hubschrauber Landesplatz. Ja. Links von uns die A2, ne? Ach, ist schon hier?
Ja, hier da steht ja Bad Eisen Abfahrt. Direkt hier A2. Das sind diese Torbögen hier, genau. Ja. Da kannst du parken und dann gehst du hoch. Parken. Parken. Wir fahren jetzt hoch. Ja, genau. 1600 Treppen. Ey, was geht? Wir müssen nachher mal ausprobieren wegen, ne? Schreist du das rum? Ja, ich rede gerade mit Thorsten. Ach so. Aber der ist doch nicht schwerhörig, oder? Ey, sag mal hallo. Sag mal hallo. Hallo, lauter. Hat er doch nicht gehört, ne? Doch schwerhörig. Oh, hier da unten steht ein mobiles Nagelstudio. Oh ja, oh, ich muss zur Frühschicht. Scheiße. Das ist doch ein Vereinsheim, so wie das aussieht. Ja, Clubhaus. Alter, was für eine Brücke. Ja, ne? Schick, schick, ne? Mach mal dein Helm wieder zu. Ja, warte, ich mach grad eine Aufnahme. Oh, ich liebe diese Luft. Berliner Luft. Ach, ich liebe es, wenn auf einmal das Windgeräusch deines Mikros weg ist. Du Pfeife. Gut, gut, gut. Du bist live on stage. Und Statsche. Und Statsche. Wir probieren das nachher komm, mal. Komm. Ah, er möchte mit rein, ne? Ja, möchte er. Er drückt die ganze Zeit auf sein Knöpfchen. Ja, aber da passiert ja nichts. Nee, passiert nichts. Nein, da müssen wir ja mitdrücken. Suchen die einen Schlüssel oder warum? Die müssen alle mal kacken. Ja, haben Autoschlüssel rausgeschmissen. Jetzt müssen wir suchen. Ja. Ronny, das üben wir nochmal. Hallo, ist 50 hier. Hopp. Rolli macht wieder den Adler. Also knapp 10 km/h drüber geht, ne? Ja. Ah, hier irgendwo war das, wo ich den PC abgeholt habe mit Josh. Ja, du brauchst aber nicht so schreien deswegen. Ach, sorry. Oh, hier, da hat aber einer Fläche verkauft hier. Sorry, du Police Model. Wo? Na, rechts. Wieso? Abgesteckt oder was? Solar. Ach so, ja, Solar. Photovoltaik. Foto. Bestimmt für die Tankstelle hier. Photovoltaik. Ja, Volt, Teig. Volt, viel Volt. Das ist alles voll mit Teig. Mhm. Jetzt dürfen wir langsam beschleunigen hier. Genau. Ja, das höre ich jetzt natürlich so laut, weil wir ja verbunden sind. Genau. Wir sind auch ohne Headset verbunden, Mike. Oh, das hast du aber schön gemacht. Oh, mich zwiebelt's im Bauch. Es ging runter wie ein Butterloch. Oh, mit euch ist es wie Blumenpflücken. Ein innerliches Blumenpflücken. Hier ist der Golfpark am Harl. Am Harl? Ja, stand da eben. Golfpark am Harl. Ah, da oben ist auch eine Burg. Harl. Kenn ich nicht. Da oben im Wald ist eine Burg. Ja, hab ich gesehen. So, im Wald da oben, Mike. Rechts. Ja, musst du kurven. Rechts. Oben auf dem Busch ist auf dem Dings ist eine Terrasse. Genau. Turmterrasse. Kannst du da Touristen anlocken. Hier, ja. Hier wohnt das Rapunzel. Ihr müsst nur gut singen, dann zeigt sie sich. Ja. Uchtwurst.
Wer? Hier ist das Ruheforst. Ach so. Amen. Hier ist ein Blitzer. Amen. Aber nur von vorne. Amen. Aber wenn du geblitzt wirst, ist schon scheiße. So viele Spider gibt es nicht in der Ausführung. Ja, aber die steht ja nicht in der Zulassung als Police. Nee, aber die brauchen nur mal Facebook aufmachen, glaube ich. Oh ja, dann bist du schuld. Ja, Alter, der kann gut landen. Was mit seinem Hubschrauber da? Wo denn? Rechts. Oh, geil. Hubschraubschraub. Ja, hier hat doch einer so ein Museum, glaube ich, so ein offenes, ne? Ja, in Bückeburg ist das Hubschraubermuseum. Ja, genau. Wir sind ja hier bei Bückeburg irgendwie. Oh, hier, die steht ein bisschen schief. Der Kirsche. Ja, aber noch geringfügig. Schiefe Turm von Kirche. Ich weiß gar nicht, welcher Ort ist das denn hier? Ja. Hab ich nicht hier lesen, wo wir jetzt gerade sind. Der ist so klein, da steht nichts. Ach so, hat keinen Namen. Doch, hier, nix. Guck mal. Steht doch nichts. Namen. Namen. Namen mit Doppel-M. Wo wir gerade über Namen gesprochen haben. Hast du das Ortsschild gesehen? Ja. Hier, da. Wo? PW Namen. Ja. 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 PW. Ja. Polizei, Wachtmeister, Namen. Porta Westfalica, du Vogel. Ach so, du Fuchs, du. War ja jetzt nicht so schwer zu erraten, ne? Ja. Ja. Aber hier ist ja gar nichts, ne? Kein Einkaufslädchen, nix. Ja, musst du nach PW fahren. Ja, aber hier kannst du doch bestimmt so einen kleinen Tante-Emma-Laden aufmachen. Hier gibt es bestimmt so viele alte Leute, die nicht mehr weg können. Ja, wenn du die Genehmigung kriegst, ne? Ja, das ist das andere Ding, ne? Deutschland, ne? Deutschland, Genehmigung. Ja, machst du so aus der Garage raus, unter der Hand, weißt du? Stellst du ja, so ein paar Paletten rein und dann... Ja, wie der Bratwurstkönig Richtung Martin. Hast du das Nötigste immer so drin da? Da spricht sich rum sowas. Boah, Alter, 16 Grad! Oh, ist das geil. 17 hat er gerade gemacht jetzt hier. Ja, du fährst halt hinter dem heißesten Typen her, ist klar. Dass du einen Grad mehr hast, ist logisch. Ich schwitze wie Sau. Lerbeck. Polizeiwachtmeister. Ja, wo? PW. Ach so. Mal gut, dass ich mein Wilbers nicht auf ganz hart eingestellt habe. Auf ganz hart. Hart. Oh, hier. Guck mal, hier ist ein Bazar. Oh, Sabah. War klar. Flohmarkt. Hier, für dein neues Plakat haben sie den Pfosten auf dem LKW liegen. Oh ja, geil. Wie soll ich den durch die Garage kriegen? Durchs Garagentor, meine ich. Vielmehr durchs Garagendach. Meine ich ja, nee, durch die Einfahrt. Oh, hier hätte ich wenigstens schon mal einladen können, richtig. Ja. Hier rechts unsere Schrauberhalle. Wo? Ja, hier rechts. Oh ja, ja, fein. Hey, guck mal, Sven, wir kaufen so eine Halle. In jeder Ecke hat jeder seine Wohnung. Du träumst schon wieder. Und in der Mitte kommt so ein Riesenkamin. So eine Feuerstelle. Ja, Feuerstelle so mit 4 Meter Durchmesser Grill. Na, damit auch genug Fleisch drauf geht, ne? Ja, der ganze Kuh. Wollen wir nicht reinschneiden? Oh Mann, ey. Träumen darf man, ne? Ja. Aber so eine Werkstatt wäre schon cool für alle, ne?
Ja. Also alle mal so dahin oder mal grillen, sitzen, schrauben, basteln. Ja, guck mal, so ein Tag wie heute zum Beispiel. Ja, ne? Ja. Für viele ist das dann ja auch schon die Anreise da hinten als Tour so ein bisschen, ne? Ja, dann fährt man da noch ein bisschen durch den Pudding. Genau. Kann man was auf den Grill schmeißen, ein bisschen basteln. Oh. Ja, hier ist McDonald's. Manche, die eventuell keine Garage haben, können zum Überwintern reinstellen. Sowas brauchen wir. Ja. Alles so, na, so in der Gegend wäre natürlich am besten, ne? Hast du denn wieder? Oh, ich habe wieder in das Loch geguckt. Oh, hier geil! Oldtimer. Oh, riech mal. Ja, komm. Das riecht so nach gesalzenen Pommes von McDonald's. Ja, aber volle Pulle, ne? Da oben ist das Kaiser Wilhelm. Haben Sie mir gerade in die Nase gesteckt, die Dinger. Da oben ist das Kaiser Wilhelm Denkmal. Da war ich noch nie. Ich war einmal da. Du musst irgendwie unten parken und dann kannst du hochgehen. Können wir ja, gleich mal machen. Hier musst du nur das Dach drauf packen, Mike. Links. Ich fahr eine Tour, damit ich dann zu Fuß gehe, oder was? Na Sichael! Na Sichael! Was ist hier rechts, Alter? Da, hier, oder? Das Haus vom Kurfürst. Ja. Da haben sie einen Damm weggerissen. Wen haben sie? Tannen weggerissen? Den Damm. Kurfürstendamm. Ach so. Ich dachte, wir hätten hier, hätten wir nicht hier rechts gemusst? Hätten. Oh ne, ich glaube, du fährst hier runter, glaube ich. Hier. Porta-Marktklinik, denk mal. Auch nicht. Wir bleiben noch gerade. Nee, doch, rechts. Ich hab's gelesen. Bleib ruhig, Junge. Ja. Ja, so. Jetzt müssen wir wieder rechts hier. Ja, da oben, Porta. Kaiser Wilhelm, ne? Oh, jetzt fährt er doch wieder geradeaus! Oh. Schrei nicht so. Ja. Passt schon. Alter, 17 Grad! Ich hör nichts. Ist klar. Ja. Er hört Musik, er hört nichts. Also wie immer. So, ihr kriegt jetzt Rot. Ja, wir haben Rot. Ja, war mir klar. Sag, wenn es weitergeht. Habt ihr noch das Auto vor euch? Wir haben kein Auto vor uns. Gut. Es geht weiter. Oh, hier rechts hätte man einen Kaffee gekriegt. Erstmal fahren wir jetzt zum Denkmal. Das sehe ich doch von hier unten. Denke ich mal, tatsächlich. Aber von hier ist es weiter zum Hochlaufen. Ich sehe es doch von hier unten, da brauche ich doch nicht hochlaufen. Doch, wir machen da oben schöne Shelfies. Ach, Shelfies. Shelfies machen wir, Shelfies. Fleischermeistergrill. Oh, offen, geöffnet. Ey, da müssen wir anhalten. Geöffnet. Halt auf! Schrei doch nicht so. Ich hab's gerade Thorsten gesagt. Ja, war mir klar. Oh, riech mal. Oh, totes Fleisch. Oh, geil. Ich liebe totes Fleisch. Hier, da haben sie den Lack abgekratzt bei dem Mercedes. Ja, Chevy. Chevy ist das nicht, ein Mercedes. Chevy. Shelby? Shelby. Shelby. Ja, das wäre wieder ein Chevrolet. Shelby. Oh, schöner Klinker. Oh ja, du bist ja blind. Suchen Sie den Stein mit der Nummer 2. Eigentlich egal. Oh, guck mal hier rechts, schön, ne? Was denn? Die Dächer von Porta Westfalica. Was? Nee. Pizza? Über den Dächern von Nizza.
Ja gut, so weit sind wir noch nicht. Was gibt's morgen? Pizza? Aus Nizza? Nein, Papa, ich fahre nach Ibiza. Ach so, ja, dann komm nicht so spät nach Hause und morgen gibt's Pizza. Genau. War ein Film mit Kai Dahl. Das ist aber auch schon ein paar Tage her. Ja. Da war das Auge noch nicht ganz so tief. Irgendwie steht sein Nummernschild jetzt aber ganz schön steil, finde ich. Wen seins? Lars seins. Da kannst du was draufstellen. Ich glaube, das hat sich hochgedreht irgendwie. Durch den Wind oder so. Er geht doch gar nicht. Wie sollen sie das? Ja, er hat es nur an einer Schraube befestigt, ne? Echt? Ja, ja. Da kannst du, guck mal, das wackelt auch ein bisschen. Ich glaube, da müssen wir mal kontrollieren. Müssen wir gleich mal beigehen, wa? Müssen wir gleich mal beigehen noch. Nicht, dass er einen auf Final Destination macht. Aber wenn das abfällt, Alter, möchte ich nicht gerade dahinter sein. Ja. Du kriegst vielleicht noch die Schraube an den Kopf. Bei diesem Jahr hat der Thorsten noch gesagt, ja, ich habe jetzt erst die Reiker gekauft, ich kann nicht auf die F3 umsteigen. Und jetzt, ne, der König. Oh, zack, bam, alles dran. So geil, ne? Ja, klar, Mann. Die Leute werden so angefixt damit. Sag ich doch, früher oder später. Ja, kriegen wir die mit Danone-Joghurt. Kriegen wir sie alle. Alle, alle. Ey, hier gibt's Kaffee. Ah. Hier gibt's Kaffee. Hier gibt's Parking. Parkening. 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 Aber ich glaube, wir parken... Nicht hier. Wo denn? Weiß ich nicht. Wo denn? Hier auf der Insel. Keine Ahnung, wo. Da, auf der Insel. Auf der Insel. Fahr auf da. Mit Parkschein. Müssen wir einen Parkschein ziehen, ne? Ja. Ja. Wenn denn noch was frei ist. Ja, hier ist was frei, da ist was frei. Der Wagen da vorne kann sich nicht entscheiden. Ach, der wartet aufs Ausparken. Der will der andere einparken. Mhm. Aber auf dem Rückweg, glaube ich, muss ich doch auch eine Danke ranfahren. Ich habe noch 4 Balken. 3 habe ich. Auf der anderen Seite ist was frei, ganz viele. 3 Gebälken habe ich noch. Ja, kriegen wir schon was. Hier ist auch noch was frei. Guck mal da, hier Traktor. Brapp, ja, ist alles frei, ja. Wo bist du? Steh hier. Ich komme. Ja, kannst du hier rein, hier. Kannst du hier. Kommst du rein? Weißt du, was geil ist? Kommst du rein, kannst du auspacken. Ich brauche nichts bezahlen, ich stehe bei euch beiden. Ja, du zahlst, er zahlt, ich brauche nichts zahlen. Ich stehe ja, ne? Du bist dann der Einzige, den sie abgeschleppt haben nachher. Warum? Die dürfen doch nicht für 2 Parkplätze 3 berechnen. Hm. Ja. We'll be right back.
So, ja, jetzt geht's los hier wieder vom Kaiser Wilhelm runter. Quad Club hier. Ein paar Quadfahrer gesehen hier oben. Ja, bei dem Wetter fahren natürlich einige Touren, ne? Ist ja auch genial. Ah, jetzt wollte ich einen Helm putzen. Auch wieder nicht dran gedacht. Gucken, ob Mike aufs Ohr kommt. So, den Mike haben wir jetzt wieder dabei. Ja. Siehst du? Und habt ihr euch koppeln können? Nein, geht nicht. Ist immer gescheitert. Okay, ja, dann müssen wir da noch mal in Ruhe nachgucken. Ja. Das kriegen wir aber irgendwie auch hin. Ja, hat sich so ein bisschen jetzt aufgelöst. Der Uwe und der Lars fahren von hier aus direkt nach Hause. Jetzt ist Tourenguide der Ronny. Mia würde wieder sagen, Ronny das Pony. Ja, Ronny fährt jetzt grob Richtung Elze, Richtung Holger. Ich habe Holger den Live-Standort auch geschickt und der kann dann eventuell entgegenkommen oder wie auch immer sich das dann noch entwickeln sollte. Die gucken ja noch Hannover. Er hat gesagt, wie es steht, aber ich habe es wieder vergessen. Ja. Naja, ich glaube, die lagen zurück. 2-1. Normal. 2-1 oder irgendwie so. Ja. Da kommen noch mehr ATVs den Berg hoch. Ja, und ja, jetzt halt querfeldein Richtung Elze grob über Land. Ronny als Tourenguide. Dahinter fährt Thorsten, dann der Mike, ich und Holger und Kerstin sind auch noch da. Die verabschieden sich dann irgendwo, wenn es rechts passt, Richtung Hildesheim für die. Ja, cool, dass wieder einige dabei waren. Also immer wieder geil, ne? So ein paar Leuten zu fahren. Alle zieht es hoch hier. Alle zieht es auf die Straßen, egal wohin. Alle zieht es raus. Ja. Ist schon geil, bei so einem Wetter jetzt hier, ich meine, zeigt er jetzt hier oben an 18 Grad, zeigt er bei mir, kann das, nee, 16. Nee, 15. Ja, ich fahre ja auch nicht mehr vor dir, jetzt ist bei dir kälter. Ich wollte es gerade sagen, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Iceman fährt vor mir. Also, Iceman. minus 4 Grad bei dir, ne? Ja, ich habe jetzt meinen Hoodie ausgezogen, aber irgendwie... mir ist so kalt, ja, groß. Vorhin war es so warm, Alter. Vorhin war es, was wir hochmarschiert sind. Ja, wir haben uns ja auch bewegt und klöten. Da habe ich gedacht, scheiße, jetzt ziehst du einen Hoodie aus und jetzt im Fahrtwind. Nein, es geht. Alles gut. Ja, schnell nochmal, ne? Es geht. So. Fleischermeister, fahren wir nicht ran, Mike? Ja, ich habe schon befürchtet. Aber ich kann es riechen. Oh ja. Ich mach mal Sonnenvisier runter. Ja, auf jeden Fall wieder ein geiler Tag, ne? Ja. Ja, so langsam fange ich es an, nicht zu bereuen, dass du mich aus dem Bett geholt hast. Siehst du? Das hast du auch schon nicht bereut, wie du es gelesen hast. Ja. Ja, also diesmal nicht von mir aufgerufen, dass wir fahren, sondern mehr so alle zusammen alle irgendwie geschrieben, so wollen wir? Allesamt. Und dann war das eine sehr kurzfristige Entscheidung. Genau, aber eine gute Entscheidung, wie immer. Weil so das Spontane ist immer das Beste, ne? Ja. Oh, ihr schöner BMW. Ja, ihr schöner, kleiner, alter Rennwagen hier. So. Ach ja. Schön. Schön. Wie? Ach so, ja. Keine Wolke am Himmel, ne? Alter. Ist der Hammer, oder? Ja. Boah, wenn so Österreich wieder wird, ne? Oh!
Haben wir beim Kennzeichen geguckt? Bei wem wollten wir gucken? Hotel Herforder. Bei Lars, und Lars hat es schon bemerkt, hat es dann runtergedrückt. Runtergetreten. Ja, muss aber nochmal die Schrauben nachziehen. Ne? Ist halt nur an einer, ist nur an einer, also an der oberen Schraube festgemacht. Nach unten weiter kann es nicht. Aber wie man sieht, halt durch Vibrationen oder so, vielleicht dann doch gelöst und nach oben gerutscht. Ne? Ja, aber das kann doch nicht gut sein. Warum ist denn der Halter nicht an zwei Schrauben? Ja, ich glaube, das ist auch so ein, ob das aus dem, weiß nicht, für was ein Motorrad das eigentlich ist oder keine Ahnung. Ach so. Ich würde ihm raten, halt die Schrauben dann schön mit Loctite oder so, ne? Ja. Und dann ordentlich festziehen und dann, wenn das getrocknet ist, dann löst sich das auch nicht mehr. So könnte man machen. Ja, hast du wieder das Loch geguckt? Ja, aber. Klatsch! Oh, ich glaube, Thorsten ist erst gestern aus der Schule raus. Seit gestern, ja? Ja. Mhm. Ach ja, ist das schön. Ja, hier haben sie den Damm wieder geklaut. Ja, der Kurfürst. Ja. Wäre der ideale Clubhaus so, ne? So ein Ding. Das wär's, wa? Ja. Ja, wir fahren übers Wochenende ins Clubhaus. Alles klar. Whirlpool, alles drin. Clubhaus-Residenz. Dann kannst du es noch an andere Biker vermieten. Warum? Genau, warum? Ich glaube, er kommt deinem Aufruf nach jetzt hier. Rechts ab geht's zu McDonald's. Erstmal weiter, okay. Oh, schöner Ford, hast du gesehen? Nee, er fuhr fort und kam nicht schöner wieder. Schöner Ford Capri S. Oh, Ford Capri. Ich habe einen auf meinem Geburtstag einen kaputt gefahren. Ja, ja, ich weiß. Dachdecker. Thomas Kühn. Keine Namen hier bitte, keine Namen. Wenn ich, Ford Capri, wenn ich an Capri, denke ich immer damals an das gelbe Capri-Eis. Ja, genau. Gibt's das überhaupt noch? Na klar. Gibt's den braunen Bären noch? Nee, ist doch Rassismus. Brauner Bär? Das war doch mal so das Eis mit Schoko, Vanille und innen drinne diese Karamellfüllung, ne? Nein, das war nicht der braune Bär. Nee, das war der braune Bär war mit einer harten Schokofüllung noch, ne? Nein, auch nicht. Nein? Nein, das war Noggerschock. Noggerschock, genau. Alter. Bäm, gleich wieder so Anfang 90er Jahre. Gibt's aber immer noch. Okay. Ja, eben hat Lars mich darauf hingewiesen, Basti, also Toxic, hat seit knapp ein Monat gar keine Videos gebracht. Und der war doch eigentlich so zwei die Woche oder so. Ja. Hm. Was ist da los? Scheidung? Oh nein, Mann, hör auf. Weißt du oder nicht? Ja, weiß man alles nicht, nein, aber. Wünscht, ja, ich hoffe es nicht. Wünscht, ne? Wünscht man aber auch keinen. Nee. Aber ist halt oft so, dann, man hat auch einfach mal, das kenne ich ja selbst auch, darum begrüße ich manchmal so die Winterzeit, du bist irgendwann müde so ein bisschen, ne? Ja. So, ist ja auch Arbeit, das ganze Schneiden und raussuchen und gucken. Und das ist ja auch eine Menge Material, die sich auch erstmal ansammelt manchmal. Ja. Ich versuche das ja immer so, dass ich das, was ich habe, auch gleich raushaue, damit sich das erst gar nicht groß ansammelt, ne? Aber, ja. Da kommt aber auch zu Hause zu kurz. Ja, dann kommt zu Hause zu kurz, das ist klar. Ja, egal was er hat, wir wünschen ihm alles Gute, alles Beste, nur das Beste und dass er schnell wieder ein paar Videos bringt. Ich gucke da auch immer mal rein. Oder mal von sich hören lässt. Ja, eben. Wie gesagt, ich gucke ja da auch immer mal rein. In seinen Quad Vlogs. Ja, Kevin, hier Kev Connor. Kev O'Connor. Was denn? Die waren, er war mit einem Bekannten, weiß ich, ob familiär bekannt oder so, keine Ahnung, der war bei Artium, ja. Bei Schwarz, Powersport, ja. Und haben sich Riker angeguckt, Riker Probe gefahren oder so. Ja.
Weil ich weiß nicht, ob sie Probe gefahren sind, aber auf jeden Fall schon mal angeguckt. Und weil sein Bekannter würde wohl gerne. Und ja, ich glaube, Kev hat sich auch so ein bisschen. Kev hat sich auch so ein bisschen angesteckt. So, ja. Heiß geguckt. Ist halt günstiger als eine Renegade oder so, ne? Und man hat trotzdem Fahrspaß so, ne? Ja. Könnte er locker mit seinem Kanal ganz gut so den Riker-Bereich bedienen, ne? Ganz gut. Ja, aber er wollte doch gar nicht mehr. Nur er macht ja mit seinem Tesla da so ein paar, ab und zu so ein paar Videos und so, ne? Ja, Kev hat eigentlich auch eine gute Reichweite noch, ne? Also, weiß nicht, ob er dann... Das ist immer schwierig, wenn du... Sagen wir mal, du hast Bereich, den du, sagen wir mal, jetzt bedienst, ne? Ja. Wie es halt bei denen mit den Quads und ATVs war. Ja. Und dann wechselst du den Bereich, ne? Das ist halt, du siehst dann halt, deine Abonnenten werden weniger erstmal, weil das dann halt einige nicht interessiert vielleicht. Ja. Ja, oder enttäuscht sind vielleicht auch, wer weiß, ja? Und er hat es aber auch breit erklärt normalerweise. Also ich bin dann auch drauf geblieben auf seinem Kanal. Und auch wenn jetzt mal nichts kommt, ne, ist ja alles verständlich, alles gut. Und das wäre dann vielleicht so, es steigen ja auch viele so von Quad und ATV auf die Riker erstmal um, ne? Ja. Also da könnte er vielleicht auch einige wieder mit erreichen, ne? Wieder gewinnen. Ja. Ja, mal gucken. Ich wollte ihn ja mal anhauen, mal wie es so aussieht bei ihm, ne? Aber Kev hat ja auch immer wenig Zeit durch den Job und so, ne? Ja. Steckt er ja in der Firma mit drin, hat er mir neulich mal erzählt und ja. Ja, er übernimmt die ja, ist ja von seinem Vater. Ich weiß, ich weiß. Das ist halt alles nicht so einfach, zeittechnisch auch nicht, ne? Ja. Habe ich ihm gesagt, das kriegst du immer. Wer will, der kriegt das auch immer irgendwie hin. Ich meine, ich mach das auch neben. Ich werde aber auch drei Schichten, weißt du? Ich kann auch nicht immer, ne? Und ja. Irgendwie geht das dann doch, wenn man das auch möchte, ne? Ja. Dann wirst du zu Hause sein. Tschüss. Tschüss. Ja, genau, hätten wir mal machen sollen. Dann brauche ich die Toneffekte nicht einfügen. Scherz. Wurz. Wurz. Ne? Jawohl, ja. Ein schönes Häuschen hier. Oh, das ist schick, ne? Ups. Ah, da ist ja diese Plattform wieder. Da musst du hochlaufen, ne? Die kannst du dann mit dem Skier wieder runter. Wie? Mit dem Skier runter. Ach so. Springen, adlermäßig. Ah. Der hieß nicht Adler, der hieß Hannawald. Hannawald, ja, das waren aber die Adler von Deutschland. Ach so. Ich dachte, das waren die Milkehasen. Nee, das waren die Bunnies. Die haben mal Milka-Werbung gemacht, ne? Weiß ich nicht. Aber ja klar, der Schmidt hat ja Wim Milka immer angehabt. Gestern mit Martin telefoniert. Ja. Ja, ich habe es endlich mal geschafft zurückzurufen. Das ist aber, das war echt zeitnah, würde ich mal sagen. Ja, 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 ich habe zu viel zu tun, Kollege. Na klar. Nicht angerufen heißt ja nicht dran gedacht zu haben, ne? Aber erst war er wohl noch unterwegs oder was und dann hat er zurückgerufen. Ja. Also hat er ja eigentlich wieder angerufen dann. Na gut. Aber er hat halt gesehen, dass der Sven sich gemeldet hat. Ja. Naja, und haben wir ein bisschen geschnackelt. Ist vorgeschrieben, braucht nur eine Pappe drauf machen. Ja, Vorstrich ist schon drauf. Ja. Ja, er war gestern, genau, er hatte gestern eine Runde gedreht, sagt er. Ist so ein bisschen gefahren, 200 Kilometer oder so. Ich hätte nicht mehr gesagt, weil ich wusste noch nicht, dass wo wir heute hinfahren und so. Ja. Ich sag, wenn du morgen auch fahren willst, dann kommst du zu mir und ich bringe dich wieder zu dir. Und dann fahr ich wieder nach Hause. Nee, das ist zu viel, hat er gesagt. Das ist noch zu frisch. Das ist too much. Naja. Ja, wenn wir jetzt Samstag wären oder so, dann hätten wir ihn nach Hause gebracht und wären Sonntag nach Hause gefahren. Ja, stimmt, das hatten wir schon mal, ne? Ja.
Der hat bestimmt so ein Propeller-Ding hinten dran. Meinst du? Ja. War hier so an der Weser hier, ne? Ja. Schön, ne? Immer wieder schön. Ich finde so schön. So schön war die Zeit. Brennend heißer Wüstensand. Ja, Mike, genau. Schon wieder, Küss-Küss. Küss-Küss? TÜV-Prüfstelle, Küss-Küss. Ach so. Oh, wei. Also, bist du doch jetzt links nach Hildesheim. Wir können doch geradeaus nach Hildesheim fahren. Ach stimmt, da haben wir zweimal Hildesheim? Ne, wir kommen doch jetzt nach Hameln. Ach so. Und dann, guck, Stadt Hameln. Die Stadt des Rattenfängers. Ja. Weißt du, warum hier so eine große Platte ist? Wegen der Flugzeuge. Was? Keine Ahnung. Ist auch noch so eine fette Einzäunung, hier so ein altes Gebäude. Hier war doch die Bundeswehr stationiert. Die haben doch hier so diese, hier über die Weser, Amphibien, diese, ja. Und hier so Brückenpanzer hier, so mit Flussbrücken und so Kram. Das war doch hier alles. Leo Brückenpanzer. No. No. Ich weiß gar nicht, wo davon oder dazu noch so die Kaserne war. Irgendwo hier in der Nähe auf jeden Fall. Ich glaube aber, die sind auch alle raus. Ach, wieder so eine gelbe Weste. Bloß nicht übersehen werden. Ja, sowieso nicht. Ah, das war böse. Ja, fand ich auch. Also ja. Total, also fand ich nicht so. Dass das ich fand das voll böse, dass ja, so das einer auf der Karre sitzt. Ja. So, mal Helm aufmachen, bisschen frische Luft schnappen. Oh, hier die. Oh, hier, der Dingsclub. Oh, hier noch eine Korvette. Korvette. Und noch eine Korvette. Oh, hier, ATV. Oh, der fährt über Rot, hast du es Alter. Darf er nicht, ne? Boah, guck mal, einer an da. Da mal rauswinken. Ja, guck, jetzt haut er ab. Ja. Fahrerflucht. Oh, ich lasse mal Luft in den Helm hier. Ja. Oh, Julius, Töneböen. Gucken wir mal, als wenn wir vom Mars kommen. Na, irgendwie komisch, ne? Weiß gar nicht, was da zu gucken gibt. Hier, Biker Fashion. Ja. Wir sind ja keine Biker. Nee. Wir sind was Besseres. Nein, auch nur Spaß. Ja. Das habe ich den Faden verloren. Aber ich habe den Farbfilm vergessen. Mein Michael. Genau, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich aber, Faden verloren, dann Mike bringt immer irgendwas. Fängt halt wieder an zu singen. Er singerte und hüpfte von Ast zu Hüpf. Sing, was sagst du, sing? Das ist so eigen Ding. Auferstanden aus Ruinen. Da hörst du echt einen weg, ey. Das darfst du gar nicht öffentlich machen. Die Nationalhymne der DDR. Die Nationalhymne der DDR ist I'm a living in a box. Genau. Hä? Hä? Ja. 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 Oh. Du verstehst doch kein Wort. Doch, es geht um seinem Stabi, Mike. Ich kann das hören. Im Gegensatz zu dir. Was? Genau.
Lady in Red. Oh, wei, oh, wei. But it's over now. Ja, sie hat so interessiert geguckt. Was hast du denn, hat die gedacht? Nee, die hat gedacht, jetzt sitze ich auf der 125er hier, weißt du? Ja. Ja. Oh, hier auch eine schöne Burg, ne? Eine Burg? Na, hier rechts. Jetzt guckt er nach so, links. Das da, na, das da. Da ist eine Glasbläserei drin. Da kannst du noch zugucken, wie so... Glasblasen. Genau. Nicht die, deine Blasen an den Füßen, sondern... Ich habe keine Blasen an der Futte. Oh. Tschüss, Thorsten. Tschüss, Thorsten. Ne. Ne. Bis zum nächsten Mal. Ne. Was ist denn mit deinem Parkettboden? Schrei doch nicht so. Das hört dann nicht mehr. Ja, aber du hast es ja, ja im Kasten, oder? Ja. Geschrien, ja. Ja, siehst du. Es ist rot. Lady in Red. But it's over now. Oh wei. Wenn der Tag mal vorbei ist. Hast du wieder einen schönen Tag gehabt? Ja. Ja, oder? Mhm. What? Oh wei, oh wei. Wir sind undercover. Ja, genau. Was heißt denn das? Ohne Farbe oder was? Ah ne, das ist ja undercolor. Oh Müller. Mhm. Mhm. Ankauf von mit Modelleisenbahn. Und jeglicher Art Modellbau. Okay. Hier vorne war doch auch irgendwo gleich so ein McDonald's oder Burger King oder sowas? Nee, eine teure Bäckerei, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Haben wir uns da nicht letztes Jahr auch irgendwie getroffen und hatten hier irgendwie noch welche eingesammelt? Ich weiß es nicht. Da ist der McDonald's! Habe ich doch gesagt. Hast du gesagt? Und jetzt fährt er dran vorbei. Oh. Du bist ja ein Fuchs. Oh, hier steht ein Polizeiauto. Aus Pappmaché. Nee, wir können doch liefern lassen. Da ist auch deine Tankstelle. Da immer schön Burger. Ja. Döner. Kleinen Snack, ne? Wow. Wow. Was hast du denn? Ach, du hörst mit. Was stöhnst denn du hier so rum? Ich fragte mich gerade, wo du bleibst. Ach so, ja, Tankchen, ne? Hä? Ja, Mensch, hier, 2,26. Ja, ist so günstig. Ja. Mir ist scheißegal, was das kostet. Spaß kostet eben, ne? So. Ja, schön hier in Hameln, ne? Ja. Ein bisschen was gegessen hier bei Mecke, ne? Ja, so ein paar belegte Brötchen. Ne, ein paar belegte Brötchen gegessen hier. Jetzt fahren wir weiter von Hameln nach Elze zu Holger. Da gibt es dann auf die Brötchen noch ein Käffchen. Mittlerweile nur noch Mike, Mike, Ronny und ich. Du kannst bis 3 zählen, ja? Oh, ist gut. Warte, 1, 2, warte nochmal. 1, ja, okay. 2, ey, bring mich nicht durcheinander. Oh, scheiße, nochmal. Fang von vorne an. 3 mal 3 macht 9. Bitte, bitte, bitte. Da, 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 da. Okay.
Oh, hier Neuwagen. Oh, hier Neuwagenhandel. Ich hätte gern den hier hinten links in der Ecke. Ja. Warte, wir schlagen ein Loch im Zaun. Der ist so neu, da kriegst du noch nicht mal Papiere zu. Ja, die müssen jetzt aus Polen geholt werden. Wo auch immer her? Ach ja, entschuldige bitte, ich soll das so was nicht sagen. Und du bist heute ziemlich komisch eingestellt, muss ich. Nein, chronisch bin ich eingestellt. Ja, du bist. Oh ja, Treibrad. Naja, muss auch noch ein bisschen wachsen. Hat Thorsten auch noch zu Hause stehen? Nee, hat er verkauft. Ist schon weg? Ja, ja. Ich glaube, die Simson war noch da. Ist der Roller weg, das ist doch gut. Ja. Der Thorsten hätte ja auch in diese Richtung noch mitfahren können und dann so schräg rüber nach Hause, ne? Von Ilze so Richtung... Ja, doch, ist ein Umweg, ja. Ja, ja, ja. Ah, jetzt, ja. Ja, 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 ja. Das wird immer teurer, der Super hier, umso weiter du rauskommst aus Armen. Er ist ja auch Shell und nicht deine No-Name-Tankstelle. Ja, stimmt. Ach, jetzt sind wir doch hier, wo die Hochzeit war von Uwe. Ja? Seiner Tochter, ich glaube. Na hier, wenn du hier reinfährst oder da lang hier, da kommst du zum Rastiland. Hier vorne ist das Rastiland, fahren wir gleich dann vorbei. Stimmt, da steht doch, das Schild. Ne? So, jetzt kommen wir schon nach Ilze rein hier. Boah, ist der Hammer. Ja, ich habe doch Rewe, da haben wir doch Fleisch geholt. Ja. Halt mal an, eine Scheibe einschlagen, ein bisschen was aus der Kühltruhe holen. Du blinkst noch. Ja, aber ich überlege, ob ich noch mal rechts fahre. Ja, so mal einen Pudding fahren hier. Rechts herum! Und dreh weit auf. Ja. Nein. Die haben Abholservice. Ach so. Das kommt irgendwann, pass mal auf. Drive-in. Jo. Ja. Oh, eine schöne Asbestfassade. Linke Seite. Ja, ich sehe es. Ja, ich wollte nur noch mal sagen. Ja, links hier, Mike, links. Ja, wo? Links, rechts ist eine Holzfassade. Rechts herum. Ja, geht ja schon wieder los. Das Gras ist so hoch. Du Idiot. Oh Mann. Guck mal, hast du ja nur die Hälfte geschafft. Ja, die hat nicht, keine Kohle mehr. Ich dachte, das wird mit Asbest und Schiefer gemacht und statt mit Kohle. Hier sind wir, hier war die Hochzeit, hier rechts von Uwe seiner Tochter. Richtig. Richtig. Ich gebe mal eine Ehrenrunde aus. Nein. Schnell weg. Hey, warum machen die Blaulicht dann hinter mir? Meinst du, man hat dich schon gehört im Ort? Weiß ich nicht. So, Ankunft bei Holger. Freitag kommen. Naja,
kannst auch in der Woche kommen. In der Woche bin ich, musst du bis 4 arbeiten, das sind 5, 5, 6, 7. Ne? Sag mir und dann bin ich in der Firma. Was hast du denn? Was hast du denn? Ja, du bist voll am Schnaufen, nur weil du dich anziehst. Hallo? Ich habe mit der Saison noch nicht gerechnet, die Jacke ist noch zu eng. Die Saison ist so plötzlich losgegangen. Ah, ja. So, war wieder schön hier, Holger, ne? Ja, war schön. Gab keinen Kaffee, gab alkoholfreies. No? No. Ach, komm ich da schon rum? Ich glaube nicht. Ah. Wendekreis im Panzer. Andi, so. Der Panzer ist noch kleiner. Der Panzer dreht auf der Stelle. Komm ich jetzt rum? Fast ja. Wollen wir schnell klauen? Ciao, mein Bester. Oh, warte mal, die Sonne hier. Oh. So. So, was? Was? Ich habe nichts gesagt. Da, das Fassbier, lass uns das mitnehmen von Alphon. Oder wie Anton, oder wie er heißt. Das ist nicht Anton. Das hier ist Anton, oder wie er heißt. Na, ja? Ja. Ach so. Ja. Da hat ja mein Kollege die Garage gemacht. Ach so. Nee, das war, nee, Anton ist genau der Nachbar. Dann nehmen das Ding, glaube ich. Oder nein. Da? Ich weiß es nicht, Mike. Aber ich weiß es. Dann ist ja schön. Ist auch schön, dass du mal was weißt. Ja. Hier war das, ne? Ja. Oh Mann, ey. Oh, hier, gegen. Oh, das war doch schön. Wir fahren den Sonnenuntergang entgegen. Oh. Der Sonne hinterher. Hey, jo, was geht? Oh, weil. Ja, komm mal bei hier. Ja, ich bin auch hier. Ja, super. So. Du musst noch weiter rumdrehen, du siehst nichts. Hallo. Ja, war ein schöner Tag heute. Jetzt haben wir es kurz nach 5:30. Super Tour wieder mit allen. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Jetzt fahren wir dem Sonnenuntergang entgegen. Jetzt lösen wir uns dann auch so ein bisschen auf. Ich fahre bald links weg. Den Sonnenuntergang entgegen. Guck mal nach links. Ja. Wenn ich das. Ja. Ja. Okay. Nee, war mal wieder geil auf jeden Fall. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt neues Video von Spider-Sven. Yep. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Könnt auch liken und kommentieren. Oder ein Abonnat. Ein Abonnat? Ein Abonnement? da lassen, denn ohne euch sind wir nichts. Ne? Nur zusammen sind wir Spider-Sven. Ja, genau. Mein Echo hinter mir. Ja. Ja. Also, bis dahin, haut rein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.